Gefühlt stundenlang habe ich das Spiel damals mit einem Kumpel auf seinem Amiga gezockt. Immer und immer wieder haben wir uns virtuell die Köpfe eingehauen. Neben dem Amiga erschien es auch auf vielen anderen Systemen und so natürlich auch auf dem populären Gameboy. Wie schlägt es sich dort? Was taugt Speedball 2 für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Spidersoft für das System entwickelt und von Mindscape bei uns 1992 veröffentlicht. In den USA erschien es im selben Jahr und Japan ging leider leer aus. Neben dem Gameboy ist es auch auf vielen anderen Systemen erschienen. Unter anderem, wie angesprochen, auf dem Amiga, C64 und dem Mega Drive. Speedball 2 wurde immer wieder re-released, als letztes 2013 auf Steam. Speedball 2 ist eine futuristische Sportart. Ganz grob erinnert diese auf den ersten Blick an eine Variante von Handball. Zwei Mannschaften mit jeweils 9 Spielern duellieren sich auf einem Spielfeld gegeneinander. Die Spieler teilen sich immer auf einen Torwart, 2 Spielern in der Abwehr, 3 im Mittelfeld und 3 Stürmern auf. Zwischen den Spielen könnt ihr euer Team noch in verschiedenen Werten durch gewonnenes Geld verbessern, aber darauf werde ich an dieser Stelle nicht tiefer eingehen, da es sonst das Format dieses Kurztests sprengen würde. Das Spielfeld selbst ist mit hohen Wänden umschlossen und so kann der Ball nicht rausfliegen. Das Ziel ist simpel, ihr müsst mehr Punkte erzielen als der Gegner. Das könnt ihr auf verschiedene Arten machen. Ein klassisches Tor bringt euch 10 Punkte und jeweils 2 Punkte könnt ihr euch verdienen, indem ihr bestimmte Paneele an den Wänden abwerft. Um das Ganze noch etwas abzurunden, bietet das Spielfeld natürlich auch noch etwas mehr. Es ist schließlich die Zukunft. So gibt es einige Fallen und auch noch Power-Ups, die zum Beispiel mehr Geschwindigkeit geben und so weiter. Soweit also alles gut. Aber wisst ihr, was das Beste ist? Wie im guten alten Nintendo World Cup gibt es keinen Schiedsrichter. Das heißt, ihr könnt hier fleißig die Gegner umholzen, als ob es keinen Morgen geben würde. Denn Speedball ist eine brutale Sportart und nichts für schwache Nerven. Bei den Spielmodi erwarten euch jetzt keine Überraschung. Es gibt einzelne Trainingsmatches, was hier bedeutet, dass ihr ohne einen Gegner spielt, den Ligabetrieb, Knockout und natürlich Pokalspiele. Euch wird also so einiges geboten, aber wie ist das Spielgefühl? Das passt für mich. Es ist im Prinzip genau das, was ihr erwartet. Die Steuerung geht gut von der Hand und es ist durch die kleine Anzahl verfügbarer Tasten auch gut umgesetzt worden. Ihr spielt immer automatisch den Spieler, der am nächsten am Ball ist, beziehungsweise denjenigen, der gerade den Ball in Besitz hat. Und dadurch entfällt das nervende Hin- und Herschalten. Auch die Schwierigkeit geht voll in Ordnung, da der Ablauf etwas langsamer ist als im Original und so sind Fehler gefühlt verzeihbarer. Die KI macht allgemein durchaus einen guten Job, ist aber natürlich jetzt auch kein Albert Einstein. Die Grafik an sich geht für Gameboy-Verhältnisse in Ordnung, ist aber natürlich ein krasses Downgrade von der Vorlage. Hier und da hätte ich mir das Spiel etwas leichter lesbar gewünscht, aber allgemein geht die Gestaltung nach einer Eingewöhnungsphase in Ordnung, erwartet hier nur keine Wunder. Beim Sound wäre hingegen eindeutig mehr drin gewesen. Hintergrundmusik gibt es kaum und Effekte sind eher auf die Basics beschränkt. Was taugt Speedball 2 für den Gameboy also heute noch? Das Spiel wurde auf jeden Fall okay auf den Gameboy portiert. Es ist jetzt wirklich kein Must-Have, aber mal ein interessantes Sportspiel. Wer den Klassiker auf den Gameboy zocken will, kann hier definitiv zugreifen. Ansonsten würde ich euch jedoch andere Versionen des Spieles empfehlen. Das war der Test zu Speedball 2 auf den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! True.